Hallo liebe Sportbuzzer-User, willkommen zu unserem Videotipp des Tages. Diese Woche tippen wir die zweite Runde des Landespokals. Angefangen mit der Partie zwischen dem Brandenburg-Ligisten Schwarz-Rot-Neustadt und der Regionalligist Babelsberg 03. Hier tippe ich auf ein klares 0:3 der Babelsberger. Das zweite Duell, wieder ein Duell zwischen einem Brandenburg-Ligisten und Regionalligisten. Preußen-Eberswalde schwach in die Brandenburg-Liga-Saison gestartet. Die Luckenwalder werden auch hier kein Problem haben. 0:2. Nächste Partie zwischen dem RSV Waltersdorf und Strausberg. Für mich eine enge Sache trotz des Klassenunterschiedes. Ich tippe hier nach regulärer Spielzeit auf ein 1:1. Wieder eine enge Sache, denke ich, zwischen Sachsenhausen und Grün-Weiß-Brieselang. Hier wird sich der Spielklassenhöhere SV Grün-Weiß-Brieselang jedoch knapp mit 0:1 durchsetzen. Ebenfalls eng, RSV Eintracht gegen Oranienburger FC, ein Team, die sich noch aus der letzten Saison kennen. Aber auch hier wird der Spielklassenhöhere Oranienburger FC mit 1:2 siegen. Der Werderaner FC muss zum Favoritenschreck aus der Landesliga Süd, Brieske-Senftenberg, reisen. Die Werderaner werden sich erst in der Verlängerung durchsetzen können, daher tippe ich nach regulärer Spielzeit auf ein 0:0. Die Partie zwischen dem FSV Bernau und Oberligist Optik Rathenow meiner Meinung nach deutlicher ausgehen, tippe ich auf ein 1:4 für die Rathenower. Auch zwischen Prenzlau und Altlüdersdorf wird es für mich keine Überraschung geben. Die Altlüdersdorfer, die sich gegen Schwerin in Form geschossen haben, werden mit 0:3 siegen. Das war unser Videotipp des Tages im Matchsport-Buzzer.